Willkommen zu Athos Nichtraucher-Tagebuch Nummer 3. Ja, jetzt neigt sich der Mittwoch dem Ende zu und somit auch der dritte Tag als Nichtraucher. Oder Nichtraucher kann man nicht sagen. Ich bin ja praktisch in der Entwöhnungsphase. Ja, also ich merke körperlich überhaupt nichts. Merke aber, dass das wirklich so, wie ich das immer wieder sage, eine seelische Geschichte ist oder eine Sache der Gewöhnung, dass man sich an bestimmte Rituale gewöhnt hat beim Rauchen. Zum Beispiel von einem Kunden zum anderen zu fahren und sich immer an derselben Stelle eine Zigarette anzumachen oder nach dem Essen eine zu rauchen. Da muss man an sich arbeiten und sich über diese Gewohnheiten drüber hinwegsetzen, dann schafft man das auch. Ich habe zwar heute schon so ein paar Schwächepunkte gehabt und habe mir gedacht, ach, jetzt würde ich gerne eine rauchen, aber ich lasse das. Weil das Rauchen brauche ich nicht. Ich glaube, dass es niemand braucht. Ich denke mal, wenn viele, die das, was sie so langläufig immer als Schmacht bezeichnen oder als Entzugserscheinung, als das erkennen würden, was es wirklich ist, nämlich nur das Erinnern an Momente, wo man eine Zigarette genossen hat. Ich sage immer wieder genossen, weil man kann eine Zigarette nicht genießen. Denn wenn man sich das vor Augen geführt hat, dann ist man, glaube ich, über die erste große Hürde hinweg. Und ich denke, über die erste große Hürde bin ich weg. Und ich werde durchhalten. Auf jeden Fall. So. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich konnte wenigstens ein oder zwei Leute inspirieren, es mal zu versuchen. Nicht mehr zu rauchen. Also, bis die Tage. Tschüss.